Ich kann zugeben, wenn ein Song geil ist, Alter. Und es bin doch nicht ich nur. Guckt euch die Kommentare an bei Marvins Video, Bruder. Das ist ein maximal ein 5 von 10. Maximal. Dann mache ich mir lieber Feind und bin authentisch, Digga. Diese Entscheidung habe ich getroffen vor einiger Zeit. Und viele Leute mögen mich deswegen nicht mehr. Es ist so, der Track ist so, als hätte er ihn mal gemacht von vor 2 Alben. Als Lückenfüller-Track. Jetzt bringe er ihn als Single raus. Das ist die Wahrheit. Boah, ich weiß nicht, ich habe gar keinen Bock auf Bushido, ey. Also, ich weiß nicht, dieser. Jetzt mal Real Talk. Das Problem ist, dieser Track von Bushido war so ein Müll. Man muss sagen, es ist so ein Müll. Also, wer das hypt, also dieser Song von ihm, ey, man kann echt zugeben, wenn das ein guter Song war, ne? Oder mal ein guter Song dabei ist. Aber, Bruder, das war Jupiterring unterwandert. Ja, der hat den J. Busnitch hat J. Jiggy Reaction löschen lassen, sperren lassen. Natürlich, er macht nur diese ey, jetzt mal Real Talk, ne? Ich habe mit Abu schon darüber geschrieben, also mit mir selbst, schreibe ja immer mit Spiegel. Ey, Leute, ey, ganz ehrlich, ich wollte das ja letztens gar nicht gucken. Ich will kein Hin und Her mit Marvin wieder so streiten und so, gar keinen Bock, ne? Soll er sein Leben machen? Kann mir auch vorstellen, dass er auch viel Spaß hat auf der Tour und so. Ich war auch über, ihr wisst, Jahrzehnte war ich mit Rappers unterwegs auf Tour, auf Bühnen und da Spaß. Es ist funny. Also ich gönne ihm auch den Spaß da. Ne, das ist kein Thema. Ich will nur sagen, aber Bruder, diese Reaction von ihm, so viele Leute haben mir geschrieben, ich soll die Reaction angucken. Ich würde das nicht glauben. Aber ich habe so gesagt, ja, er wird das so hypen halt wie so ein Fanboy. Aber ich habe mir davon ein paar Minuten angeguckt. Es ist wirklich krass, Alter. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, warum er das macht, Alter. Das ist echt heavy. Bushido lustig. Sinanji reagiert. Abo schreibt, er ist komplett zum Marketing-Gimmick für Bu geworden. Ja, also, ne? Also, einer hat letztens geschrieben, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, der Marvin hätte so komplett die Gegenposition zu mir eingenommen. So mäßig, ich wäre so mäßig voll auf Arafats Seite und er so voll auf Bushido Seite. Aber Bro, ich bin nicht voll auf Arafats Seite. Ich bin nur auf der anderen Seite von Bushido auf jeden Fall. Das stimmt. Naja, egal. Hab schon Real Freedom an alle, die reinkommen. Wir wissen das. Auf das von Bushido und feuert zurück. Und wir gehen rein. Vergangen. Am Freitag brachte Bushido seinen Track Burj Khalifa vom kommenden Album mitsamt Disses gegen Samra, Bones MC, Sinanji und Manuelsen. Also ich muss echt sagen, wirklich real, real, real talk, real talk, ne? Real talk. Es ist wirklich kein starker Song. Es ist allenfalls eine Wish-Version von dem Energie und von Energielevel her, von der Aussprache, von Rap her, von Flair, Entschuldigung, nicht von Bushido selbst. Es ist eine schlechte Kopie von sich selbst, eine schlechte Kopie. Da haben seine Writer oder ob es selbst geschrieben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer auch immer am Track gearbeitet hat, die haben sich da ein bisschen Bushido angehört und einfach in einen in die Jahre gekommenen Track geschrieben, den er wirklich wie ein in die Jahre gekommener Rapper rappt. Wirklich wie so einer, den man also von der Hütte rausgeholt hat, so einen Wald, der hat schon seit 13 Jahren da gelebt. Und dann kommt man zu ihm mit Hubschrauber und sagt: Jan, wir brauchen dich. Im Irak ist es wieder soweit. Ich kann nicht, ich habe schon lange nicht gekämpft. Zieh dein Bettkostüm an. Wir brauchen dich. Aber ich bin so verstaubt, mein Knie macht's nicht mehr. Genauso rappt er halt. Also voll hölzernd auch so. Stolpert fast über den Beat. Weiß ich nicht, Alter. Billig Sound, billig Rap. Und es war alles mal richtig. Ey, Digga, ja, schade. Es war mal richtig krass. Nein, nein, aber Fabio, da müssen wir ehrlich sein. Fabio schreibt, Roos, der Song ist okay. Und es ist normal, dass du hier nicht neutral bist. Aber bitte gib dir die Marvin-Reaction, du wirst sterben. Nein, er schreibt so, ich habe ihn entfolgt. Du bist auch ein Spasti, Alter. Ich habe ihn entfolgt. Nein, guck mal. Ich rede deswegen ungern über den Song, weil ich weiß, dass alle denken mäßig, ja gut, der Roos ist eh nicht neutral. Nein, das stimmt, natürlich bin ich neutral, nicht neutral. Ich hasse ihn so ein bisschen. Ich mag ihn nicht, der ist ein Spinner. So. Aber ich kann zugeben, wenn ein Song geil ist, Alter. Und es bin doch nicht ich nur. Guckt euch die Kommentare an bei Marvins Video, Bruder. Das ist ein maximal ein 5 von 10. Maximal. Oder?
Ein schlechter Bushido-Song. Es ist, Bruder, ganz ehrlich, ich sage euch zwei Sachen. Ich will Bushido nicht beraten, aber ich sage euch mal zwei Sachen. Viele denken von außen, Bushido ist bekannt geworden oder beliebt geworden wegen Disses. Und ich glaube langsam, dass er das selber auch glaubt. Oder so. Es ist aber nicht die Wahrheit. Das ist überhaupt nicht das Ding. Er hat immer wieder Leute mal so von Seite genommen. Aber das ist eigentlich nicht das Ding. Ihr wisst es selber, jeder Mann, wir haben früher alle Bushido gehört, schon Jahrzehnte her, nicht jetzt diese letzten 5 Jahre, sondern früher. Die ersten 3, 4 Alben. Es war das Gefühl, was er vermittelt hat. Er war kein großartiger Techniker, kein krasser Rapper, der jetzt verschiedene Flows macht und so, das überhaupt nicht. Aber er konnte, er hatte es. Man kann es nicht rechnen, es gibt andere Rapper, ihr wisst welche, gibt genug Rapper, die wirklich technisch überragend sind, viele Flows können, viel können, aber dieses S nicht haben, dieses The Thing, das gewisse Etwas, und das hatte er. So, es geht nicht um, ey, diss jetzt 7 Leute, das wird krass. Nein, Mann. Er hat eine Aura geschaffen, er hat ein Vibe dir gegeben. Wenn du die Musik, guck mal, Bushidos Musik, daran, du merkst daran, dass es nur um Vibe geht. Wenn du die Texte lesen würdest, müsstest du eigentlich immer lachen. Diese Kuh auf Dach, guck mal da. Zum Beispiel Sonnenbank Flavor, einer der beliebtesten Songs. Die Hook, was ist das für eine Germanisten-Hook, Bruder? Guck mal, ihr seid alle Raver. Wer hat hier die Kerbe im Holz? Ich habe die Kerben im Holz. Ich habe viele Kerben hier reingemacht. Aber verpackt war es krass. Man hat darüber nicht nachgedacht. Man kam direkt in einen Vibe. Ihr versteht, was ich meine? Es gibt Rapper, zum Beispiel nimm Kollege als Beispiel. Du könntest die Einzelteile nehmen. Das ist krass. Einige Punchlines von ihm sind genial, Alter. So. Viele nehmen Kollege sogar puzzelartig auseinander, hören die Musik gar nicht so als Musik, sondern das ist schon so eine mathe-wissenschaftliche Aktion. Aber bei Busnitch ist es immer der Vibe gewesen, finde ich. Und den hat er nicht mehr. Den hat er zum ganz großen Teil selber, es ist in die Jahre gekommen, er hat ihn selber zerstört durch diese ganze Kostüm-Analogie, diese ganze Kacke, die er fährt. Und es ist einfach nicht mehr konkurrent, was er macht, was er sagt und wie er Musik macht. Und während Samra und Bones nicht reagierten, gab es von Manu und Sinan doch schon Reaktion. Fangen wir an mit Manuelsen. Auf Burj Khalifa rappte Bushido am Freitag. Jeder macht auf krass, doch dann wird Hand gestreckt und geleckt. Dein NRW-Verbot ist für das ganze Land ein Running Gag. Manuelsen. Auch das. Dein NRW-Verbot ist für das ganze Land ein Running Gag. Bruder. Welches Jahr hat Manuel ein NRW-Verbot gemacht? Chat, bitte hilft mir. In welchem Jahr nach Christus hat Manuelsen, in welchem Jahr nach Christus hat Manuelsen ein NRW-Verbot ausgesprochen? Ich meine, das wäre vor dem Vietnamkrieg, aber sagt mir mal bitte das Jahr. Dieses NRW-Verbot, er hat das ausgesprochen, es war, glaube ich, da haben die Perser noch gegen die Mazedonier gekämpft. Alexander der Große hat den, Bruder, Byzantinische Reich war noch da. Der Maya-Kalender, Bruder, das ist dieser Meme, das war NRW-Verbot, war so Meme, es ist schon, frag auf TikTok Jugendliche, die wissen nicht mehr, was NRW-Verbot ist. Der Manuel hat bis heute 50, 60, 70 neue Memes. Er kommt mit einem Charles Darwin-Meme. Dein NRW-Verbot ist für das ganze Land ein Running Gag. Ja, kann man machen. Ist halt Asbach. Es ist so, der Track ist so, als hätte er ihn mal gemacht von vor 2 Alben als Lückenfüller-Track. Jetzt bringe er ihn als Single raus. Das ist die Wahrheit. Bro, ich sag dir, Bushido hat immer noch, finde ich, die Möglichkeiten, das zu machen. Aber er kann es nicht. Und er hat schlechte Berater. Das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Die Leute, die ihm sagen oder mit ihm das durchsprechen, man hat ja so einen Kreis, mit dem man das spricht, sind nun mal keine Leute, die es checken. Deswegen habe ich immer gesagt, nicht mal Jay-Z bringt dich zurück. Weil,
wenn man sich nur Ja-Sager aufbaut und nicht jemanden, der dir sagt, komm mal zu, Bro, ist doch voll der wacke Shit, lass mal was Richtiges machen. Lass mal, so, Bushido, ruf mich an, ich sag dir, wie es geht. Postete dann am Freitag erst wohl in Anlehnung an diese Faschingskostüm-Aussage von Bushido ein Bild von einem Mafia-Kostüm mit dem Zusatz Bushido 2010 und dann ein Bild eines Polizeikostüms und dazu Bushido 2024. Anschließend zeigte Manu dann, dass er offenbar die Bushido-Reaction von Jay Jiggy feierte. Dies war aber offenbar nicht nur positiv und so feierte Bushido wiederum diese Reaction offenbar nicht so, denn sie wurde dann aus mysteriösen Gründen gesperrt. Ja, was heißt mysteriöse Gründe? Also wurde einfach runtergenommen. Und ich weiß nicht mal, ob das rechtens ist. Ne? Ich gehe ja mit Bushido jetzt demnächst vor Gericht, deswegen ein, zwei Monaten dürfte das sein. Ich weiß gar nicht mehr genau den Termin, muss ich nochmal checken. Weil das eigentlich auch bis hin zu Zitatrecht eigentlich auch möglich ist. Und wie gesagt, keine Ahnung, aber wir werden es ja vor Gericht dann klären. Ich weiß nicht, ob es einfach möglich ist, dass er einfach unliebsame Reactions runternehmen lässt. Aber das zeigt einmal natürlich den großen Bushido, Goldplatten am Sack, hast du nicht gesehen, Millionen Dubai. Also Jay Jiggy. Jay Jiggy. Sperren lassen. Er schreibt noch auf Twitter dazu. Runter mit dem Müll. Bruder, real talk jetzt? Also, kleingeistig. Also, Busnit ist, achso, das schrieb mir zu Sufjan, ja, egal. Der ist ein Kleingeist, das muss man sagen. Du bist ein Kleingeist, Bro. Man muss sagen, Leute, Jay Jiggy, Alter, müssen wir uns auch mal angucken. Wie Jay Jiggy selbst bekannt gab. Gratulation und Glückwunsch an alle Leute, die sich meine Bushido-Reaction noch angucken konnten. Jetzt bei knapp 15.000 Aufrufen wurde sie gesperrt. Aber natürlich niemals von Bushido, der wird sich ja niemals eine Reaction von mir angucken. Ne? Sorry für alle, die sie nicht gesehen haben. It is how it is. Habt ein schönes Wochenende. Hierauf, dass das, ey, bei Gott, dass das letzte Stück macht, was er noch hat. Leute sperren lassen auf YouTube. Ey, Brudi, Alter. Nein, Bro, ehrlich. Ehrlich jetzt. Das ist... Reagierte dann wiederum Manuelsen in der Form, dass er eine Story von Abu Intellectuella repostete, in welcher zu sehen war, dass eben die Jay Jiggy Reaction gesperrt war, mit dem Zusatz POV, du sagst deine ehrliche Meinung zu einem Bushido-Song. Ja, true. Manu versah das Ganze dann noch mit einem aufs Handy starrenden Emoji, wohl mäßig Bushido hängt nur am Handy und zieht sich das alles rein. So würde ich es jetzt mal interpretieren. Und dann... Ich weiß nicht, Alter, da... Ich meine... Ging es so wirklich los. Unter der Caption Running Gag des Tages erzählt Manuelsen dann in einem Instagram-Livestream die eben neuesten Running Gags des Tages. Und hier geht es vor allem so um Bushidos Werdegang der letzten Jahre aus Sicht von Manuelsen. Laut Manu habe Bushido sich quasi mit der Bild-Zeitung verbündet, habe Polizeischutz gehabt, habe sich nötigen lassen, vor der Kamera zu weinen. Sollen wir uns das Video von Manuel kurz angucken oder habt ihr das schon alle gesehen? Ist ja jetzt schon 2 Tage alt, was im Internet so gut ist wie 3 Jahre. Habe sich von allem lossagen wollen und seine ganze Identität verraten und verleugnet. Nachdem er das dann 3 Jahre lang gemacht habe und dabei auch seine ganze Familie entwurzelt habe, sei aber schlussendlich das rausgekommen. Ganz kurz übrigens, NRW-Verbot war 2015. Es ist beinahe 10 Jahre her. Bruder, pass auf. 2015 warf er im Zuge eines Streites mit Bushido und Flair Rassismus vor und erteilte ihnen mündlich damals berühmterweise Verbot für NRW. Damit hat er einen größeren, Bruder, das ist 10 Jahre her. Er kommt mit einem 10 Jahre alten, du bist ein Dings wegen NRW-Verbot. Schmu, Baby. Bruder, Alter. Du bist echt... Bruder, was ist das? Ist das Dings? Hier haben wir einen Link auf Twitter von... Bruder, Alter. Mache 1E030. Shoutout. Er hat das... Teacher so kritisiert und sagt so, ja, schlechte Reime, so, ja, Azad, naja, gut, Hauptsache ein Azad-Feature. Gibt's eine Marvin California-Reaction da drauf?
Er sitzt bestimmt mit dem übelsten Stankface da. Uah, wie bei Farid damals, Dicke. Und dann denke ich mir auch, ja, Dicke, titten und tippen, tippen, tippen. Ja. Also, Bruder. Yes, schon online? Ja, schon online. Okay, da will ich mal ganz kurz reingucken. Er ist jetzt noch davor, wir gucken uns das gleich an, aber. Direkt guck. Ja, Bruder. Also, weißt du, ey, ich sag dir ehrlich, dann mach ich mir lieber Feind und bin authentisch, Digga. Diese Entscheidung habe ich getroffen vor einiger Zeit und viele Leute mögen mich deswegen nicht mehr, aber ich kann nicht mehr einfach. Lieber bleibe ich mir selber treu und verliere ein paar Fans oder Leute, die mich mochten oder was. Aber sag meine Meinung. Da mach ich mir gesünder. Lieber Feind und bin authentisch. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich sag dir ehrlich, da bin, also, wirklich wahr. Da bin, ey. Er ist halt Fan, ja. Er ist halt Fan. Das ist auch voll der Quatsch. Bruder. Ja, kann man, okay, kann man auch so sehen, ne? Es ist, bei Marvin ist es das, was Cynic mal über ihn gesagt hat, finde ich wirklich treffend, da geht's nicht. Er ist, ja. Er ist halt Fan, wie du bei Call, okay, ja, okay. Wir werden hier nicht aufeinander kommen. So Reactions sind immer, die sind immer, die einen sagen so, die anderen sagen so. Naja, die einen so, die anderen so. Die einen so, die anderen so. Chiki, hau mal ehrliche Meinung raus. Ja, Digga, wie ehrlich willst du noch so solche beleidigen oder was? So, Digga, ihr könnt euch sicher sein, das ist real rap so. Wen hab ich dann? Ich sitz auch hier, Digga, und ich zerreiß, in wie vielen Songs habe ich Enno oder so zerrissen? Und dann sitze ich hier und auf einmal kickt er so einen Song Amsterdam und ich finde das einfach so geil. Das ist, ja. Es ist einfach schon wieder, der Zug ist schon wieder. Ja, hier ist Manuel. Wir gucken das jetzt mal. 1000 Leute sind hier. Ich bin hier gerade in Essen. Und ich wollte euch die neuesten Running Gags des Tages erzählen. Okay, ganz kurz. Nessa, wie geht's, Bruder? Die neuesten Running Gags des Tages, okay? Die neuesten Running Gags des Tages sind folgende. Wenn die Bildzeitung zu dir kommt und sagt, guck mal, sag gegen eine arabische Großfamilie aus Berlin aus, ne? Dann wird dich die ganze Szene hassen, aber wir werden das so hinstellen, dass du der Große bist, der Geläuterte, der Erwachsene und wir werden deine Familie reinwaschen von einer ganzen dunklen Vergangenheit. Du kriegst Geld von uns. Wir werden die Türen aufmachen. Wir werden versuchen, dich verschiedene Formate zu kriegen. Du wirst Geld verdienen. Nur du wirst beschützt werden von der Polizei. Und du wirst das alles machen und diese ganzen Versprechungen. Und dann Anwälte zu dir kommen von der Seite und sagen, ja, mach das, das ist gut, mach das. Und du dann mit dir selber ringst und so und dann sagst, ja, okay, komm, ich mach das. Okay? Dann, aufgrund dieser ganzen Versprechungen. Bruder, man kennt Manuel sind von dieser Breitlacker-Schmeimend-Dings. Man, wallahi, das hat 2 Millionen gemacht. So, man kennt ihn von Breitlacker-Schmeimend. Kennst du es? Wie der Mois den so runtergeholt hat auf dem Cover einfach. Guck mal, Bruder. Der Mann kennt Manuelsen von Scheinbreich, Michael Eikers, Maimend. Ne? Ah, dich echt? Dann voll nötigen lässt von den Kameraleuten von der Zeitung. Die sagen dir, so, setz dich jetzt hin und wein. Du musst weinen. Die Leute müssen das fühlen. Du musst weinen. Du musst dich von allem lossagen, für was du gestanden hast. Du musst deine ganze Identität, deine ganze Herkunft, dein alles musst du verraten und verunglimpfen und verleugnen. Ne? Wenn du das machst, dann ist gut, dann die Leute spüren das. Du musst vor Gericht gehen und du musst sagen, du musst weinen. Du musst so tun, als ob du voll der Arme bist. Du, dass du nicht mehr kannst, dass du nervlich am Ende bist. Sag am besten den Leuten noch, dass du beim Psychologen warst und geredet hast. Und also, it might be G, ich danke dir für die ganzen Subs. Ja, also wenn man das aus der Perspektive hört, wird sich ja so mäßig so alles geplant an von Busneid. Ereignisse aus deiner Kindheit aufgeschlüsselt hast. Und halt am besten hier nochmal deine Familie ins Bild, da nochmal deine Familie ins Bild. Jetzt guck mal einmal so ganz traurig und geh wieder an den Ort deiner Peinigung. Nach dem Motto, jetzt bist du stark genug, dass du da hingehen kannst. Geh nochmal dahin und erzähl, was das so mit dir macht. Okay, wir müssen die Leute emotional abholen. So, das filmen wir alles.
Und dann werden die Leute dich fühlen. Du wirst sehen, die Leute werden dich lieben, dass du dich so befreit hast aus den Zwängen. Nachdem du das dann 3 Jahre lang gemacht hast, deine ganze Familie entwurzelt hast, ne? Die ganze Zeit mit irgendwelchen Polizeibeamten rumlaufen musst, zum Einkaufen, so dies, das, deine Kinder, zum Kindergarten, Polizei, irgendwelche fremden Männer. Und das nicht aufgrund von irgendeinem Gewaltverbrechen, weil irgendwie Mafia hinter dir her ist, sondern einfach nur, weil du dich auf diesen schäbigen Deal eingelassen hast, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt kann ich alleine Geld verdienen. Dann noch, wo du hast Sachen dir entwenden lassen angeblich. Hier geht es um die Versicherung-Movement. Und dann damit auch noch Geld zu machen, deine Familie damit reinziehst, Leute beklaust, das machst, deine Musik nicht selber machst und all das. Und wo fange ich an, wo höre ich auf? Wenn du all das in einen Topf tust, Elias, und umrührst, und dann am Ende des Tages vor Gericht, wofür du das ja alles gemacht hast, So, weiter geht's. Damit du Leute ins Gefängnis bringst, das noch nicht mal geschafft hast. Wenn du das noch nicht mal geschafft hast, weil der Richter irgendwann sagt, du bist bekloppt oder was, Freispruch. So, Stempel, ciao, next. Wenn du das immer noch nicht geschafft hast, Bruder, das ist der größte Running Gag des Jahres. Ich schwöre, der größte Running Gag des Jahres. That shit crack me off, man. That shit is funny as hell. That shit is really funny. Ja, was soll ich dir sagen? So. Noch ein Running Gag ist, wenn du released und einfach so, und es einfach so niemanden juckt, so keiner denkt so, okay, ich muss jetzt auf Xbox-Basis Distrack zurückmachen. Ja, okay, ich muss jetzt ins Studio gehen. That shit is funny as hell. That shit is funny as hell. Was noch funniger ist, Running Gag ist, wenn du der größte Gangster-Rapper Deutschlands bist. Eigentlich das Witzige. Der größte Gangster-Rapper Deutschlands bist und 10.000 Hallen spielst, aber in diesen 10.000 Hallen, ne, 95% Sozialpädagogen stehen im Publikum, die damals irgendwie so ein bisschen auf hart gemacht haben, ein Klappmesser in der Tasche, aber dann den besseren Weg gefunden haben und jetzt Sozialpädagogen sind und sich dann auf die alten Tage nochmal die alte Kordonjacke anziehen. That shit is funny as hell. That shit is funny as hell. Deswegen, guck mal, Habibi. Guck mal, selbst ich, okay? Ich, der nicht ertragen kann, wenn einer irgendwas sagt und ich muss darauf antworten und dies und das. Selbst mir ist das, was ich jetzt gerade mache, langsam aber sicher, ne, langsam aber sicher, wirklich zu blöd. Und wenn mir das schon zu blöd ist, die anderen, die du gedisst hast, also Bones und Samra, Bruder, die sind alle, die sind Gold, Platin, Gold, dies, das, tralalala. Weißt du, ich meine, wenn die sagen, da antworte ich nicht drauf, dann ist das noch so ein bisschen nachvollziehbarer, weißt du, ich meine? Aber wenn selbst mir, ich bin ja niemand, ne? Wenn selbst mir das langsam zu blöd wird, dann solltest du wirklich überlegen, ob sich das Ganze noch lohnt für dich. Ja, die kurze Fassung von Abu ist gut. Aber du solltest wirklich überlegen, ob sich das Ganze noch lohnt für dich. Weil ich glaube, ehrlich, beim nächsten Mal werde ich auch einfach sagen, komm, lass. Eigentlich könntest du auch jetzt schon sagen, aber mir ist einfach, I'm bored, mir ist langweilig, deswegen, ich quatsche ein bisschen hier, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, nächstes Mal wird selbst mir das so blöd. Was noch ein Running Gag ist, dass du seit 10 Jahren rumheulst. Meine Mutter wurde beleidigt. Aber du gehst und beleidigst jede Mutter von jedem Rapper. Und das auch noch so hässlich unauthentisch. Ja, das hört sich an, als ob du das Wort noch nie in deinen Mund genommen hättest. So beleidigst du die Mütter von anderen. Das klingt richtig geschrieben. Richtig so, das klingt richtig so gescheduled. Ja, gescheduled ist gut, also so mäßig so, ja.
So wie Kostüm halt, wie nicht authentisch halt, angezogen so. Ey, guck mal, geh, beleidige jetzt hier. Guck, weißt du, wann du cool gewesen wärst? Vor diesem ganzen Scheiß mit Polizei und dies, das. Ne? Wenn du da so beleidigt hättest und gemacht und getan hättest und mit deinem Schabab unterwegs bist und das dafür hättest, dann dich damit dann hättest gerade machen müssen gegen eventuelle Parteien, das wäre dann noch so ein bisschen cool gekommen. Aber jetzt, wo du da stehst, ein Running Gag ist, dass du mit Polizei zu einem Videodreh gehst. Und die Polizisten stehen da so mit Sturmmaske und so bewaffnet und dies und das. Und du stehst da und fragst in deinen Raps, wer vertickte eine Tonne Kokain? Bruder, that's a running gag. Das stimmt wirklich. Running Gag, Bruder. Bruder, erzähl bitte nichts von Running Gags, Bruder. Ich habe jetzt auch schnell in 5 Minuten dir ein paar Stück aufgezählt. Bruder, mir fällt bestimmt noch mehr ein, was ein Running Gag ist. Okay? Junge Producers wie die Gold Diggers zum Beispiel nicht auszubezahlen, okay? Und Sachen einfach einzubehalten und den Leuten nicht ihr Recht zu geben, obwohl du angeblich der größte Rapper in der Geschichte Deutschlands bist. Na Bruder, that's a running gag. Okay? That's a running gag. Ihr Dick? Also, naja. Ich bin jetzt hier, wir drehen ein kleines Format, wir sehen uns dann in Zukunft. Also, Habobs, ich küsse euer Herz. Tschüssi. Ja, okay, also das war's. Oder auch der hier. Wisst ihr, was auch ein Running Gag ist? Zu flexen, dass man eine ausverkaufte Tour spielt, aber die Hälfte seiner Tickets verschenkt. Und dann so tut, als ob man so voll die ausverkaufte Sache spielt. Also ich muss sagen, ein paar Dinger waren ja wirklich Full House, ne? Ist ja auch. Das ist ja auch so. Und ein paar Dinger waren wirklich, so wie ich das jetzt erkenne auf den Bildern, mehr als die Hälfte war leer. Aber das ist, finde ich, jetzt auch nicht so. Also abgesehen davon, was ich sagen wollte, ist dieses verschenkte Tickets-Ding. Wo kommt das eigentlich her? Ist das irgendein Ding? Weil ich habe davon nichts mitbekommen. Aber ich wollte nur sagen, das ist für mich kein Ding, womit ich ihn angreifen würde. Ein Künstler, jeder Künstler, YouTuber, Twitter, wer auch immer. Man kann auf Tour gehen, es kann gut laufen, es kann manchmal scheiß laufen. Er hat, finde ich, in Anführungszeichen, ich finde, erfolgreiche Tour. So, das kann man dem jetzt nicht runterreden. Das ist von den Zahlen her eine erfolgreiche Tour, ist es einfach so. Auch wenn ein paar Locations sah wenig aus, aber mein Gott. Es gibt einfach viel geilere und wichtigere und auch bessere Argumente, den anzugreifen, sozusagen mit Argumenten, als das, diese Toursache, mein Gott, ja. Sweetville schreibt, 70.000 Tickets verschenkt. Das wäre hart. Aber wie kommst du? Aber wie, was ist Quelle? Also, jetzt kommen wir aber voll in die Philosophie. Cem schreibt, welches Ziel würde man verfolgen, eine ausverkaufte Tour vorzugaukeln? Wie sollte dich das später aussehen? Also Cem, ich schätze dich für schlau genug ein, dass du das dir ausmalen kannst. Das hat jetzt mit Bushido nichts zu tun. Ich glaube das nicht, ne? Ich denke, das ist ein bisschen Gequatsche. Aber wenn du viele, viele große Dinger buchst und es ist Full House, in ein paar verkaufen sich nur zur Hälfte, dann kommst du irgendwann in diese Bredouille. Sagen wir es ab oder machen wir es? Und wenn du es machst, willst du ja dann, dass es doch noch voller ist, dann verschenkst du noch ein paar Karten vielleicht oder machst noch Gewinnspiele. Und eine volle Tour zuvor zu gaukeln, also ich halte das für Quatsch, aber wäre ja auch ein guter Werbeeffekt, ne? Für Film und Fernsehen, für Fans auch, für bla. Aber ich weiß nicht, also das ist mir zu viel Theorie. Ich glaube das nicht. Ein paar Dinger waren richtig gut gefüllt und ausverkauft, beinahe ausverkauft und fertig. Prestige, genau, Prestige und so weiter. Und man hat das Gefühl, bei ihm läuft, also mach ich weiter mit ihm. Wer auch immer. Aber wer kommt denn auf diese, was ist denn hier die Evidenz? Wo kommt das denn her, dieses Verschenken? Running Gag. Dieser Running Gag wurde dann auch auf Twitter von jemandem gepostet und Bushido antwortete direkt darunter und schrieb, der kann meine Abrechnung in Kopie haben, der Schlinge. Ja, das glaube ich zwar nicht, aber schick. Ich finde so krass, also ich finde das immer wieder erstaunlich, dass der große Bushido, Multimillionär, Dubai, RTL, Dokus, Mana Dokus, bald wird ihm eine Statue gebaut, dass er auf sowas reagiert. Ja, ich zeig dir gleich die Abrechnung. Du wirst sehen, dass das ausverkauft war.
Ha, du Schlingel. Hey, das war wirklich ausverkauft. Du kriegst Abrechnung. Das ist für mich eigentlich schon wieder Hektik. Weil, Bruder, wenn ich ausverkaufte Tour spiele, man sieht Bilder, einer schreibt, ist nicht ausverkauft. Ja, ist so. Ich finde das ein bisschen Hektik eigentlich. Das wiederum lässt mich denken. So. Abschließend zeigte Manuelsen dann noch einen alten Ausschnitt aus einem der Streams von ihm und Sinan, wo die beiden sich totlachen, mit dem Zusatz, dass das jetzt mal ein wahrscheinlich wirklicher Running Gag sei. Apropos Sinan. Gegen Sinan hatte Bushido auf dem Track Burj Khalifa am Freitag gefeuert, indem er rappte, du kleine besser geh in Deckung. Ich alleine bin die Rettung. Ich hab Gold an meinen Wänden, Sinan Silber in seinem Rektum. Si vis pacem parabellum, also macht mir nicht auf Einzelkampf, wenn es bei dir Standard ist, eine Eisenstange reinzurammen. Sinan G zeigte nun in seiner Instagram-Story Laluli für alle. Laluli für alle. Danke, Zitern. Also, das ist einfach cringe. Ich meine, über Einzelkampf und so. Oh, lass uns darüber gar nicht reden, Mann. In Reaktion darauf einen Ausschnitt eines offenbar Diss-Tracks und schrieb hierzu, hab ich noch so rumliegen, muss ich wohl auch demnächst rausballern. Böse Kälbahn, hör. Ach so, ja, das meinte ich. Das hat er nur so rumliegen. Ja, das ist ein alter Track. Und lernt, wie sich Diss-Tracks anhören müssen. Das Ding selbst geht dann schon ordentlich hart nach vorne und es werden die dann doch eher typischen Angriffspunkte von Bushido genutzt. Du sagst auf Twitter zu meinem Bruder Bruce, dabei ist die Mutter deiner Kinder eine Uwe Buch. Sie ist schwer erziehbar. Werder Spieler, in einer Nacht schlug deine Frau so viel wie der Benziner. Ebenfalls geht Sinan in Leinster. Schwerziehbar. Werder Spieler. Darauf ein, dass Bushido Leute für Promo nur ausnutzen würde. Du hast Loredana ausgenutzt für deine Promo. Und du hast Manu ausgenutzt für deine Promo. Hast jeden auf der Straße ausgenutzt für deine Promo. Ich drück deine Visage riesengroß aus Fahndungsfoto, denn du bist ein bisschen vogelfrei. Und damit war's. Aber dieses Loredana, damit ihr daran seht, wie alt der Song ist alt, ne? Also ich habe mir das schon eh gedacht, Leute haben mir geschrieben, wann kommt der Song aus, ich meine, das ist alt, den hat er einfach nie released. Das ist auch schon wieder, ich denke mal, das Thema. Ihr erinnert euch, wie der versucht hat mit Loredana und dann ihr nachher dann in den Rücken gegangen ist. Erst versucht, dann hat nicht geklappt, dann Mosig, dann nicht geklappt, dann plötzlich, ich zahle für diese Gabi oder wie die damals hieß. Ist noch nicht ganz zu, aber ihr gebt euch am besten mal die absolut wilde Story rund um den Agro Berlin gegen Sex. Also, schöne Grüße, Mr. Rap kriegt ein Like von mir. Übrigens ganz kurz, nur zur Info. Dieses Like-Dislike-Verhältnis, das funktioniert leider gar nicht. Ich muss dieses Button, das ist hier oben, ich zeig euch mal hier, dieses Button ist das, glaube ich. Dieses hier, ich muss es mal deinstallieren. Ich glaube, viele von euch wissen das auch. Das Ding ist so unakkurat. Also deswegen, ich habe gar keine Ahnung. Leute, vorhin haben mich Leute gefragt, soll man nachgucken, wie viele Dislikes der Song von Busnight hat. Das ist mit dieser App nicht möglich. Also die zeigt manchmal ein bisschen falsch und manchmal ist sie komplett falsch. Also ich muss es deinstallieren leider. Scheiß App. Ist eh ja nicht vom, ist eh so eine Third-Party-App. Ich habe gedacht, die wäre ein bisschen akkurat, aber deswegen guckt ihr nicht drauf, das ist falsch. Ruse ist Mr. Rap. Mach nicht diese verraten Filme auf mich. Mach nicht diese verraten. Verrate mich nicht. Versnitchy schreibt, woher weißt du, dass die falsch geht? Ist das ein Feeling? Ist das eine ernste Frage, Bro? Denk mal darüber nach. Dein Freund Roos ist YouTuber. Ein wohlgesonnener YouTuber. Seit mehr als einer Dekade bin ich YouTuber. Das bedeutet, ich habe einen YouTube-Account. Das bedeutet, ich kann auf meine eigenen Videos gucken, haha, dann kann ich inside gehen, in die App und dann sehe ich, was wirklich ist. Und ich habe nur vergessen zu deinstallieren. Der Adam hat schon vor Monaten zu mir gesagt, die ist immer falsch. Deswegen, also, ich habe die nur noch drin. Ja, weil ich habe einen YouTube-Account, kann nachgucken.